Das Technologieakzeptanzmodell oder Technologieakzeptanzmodelle haben wir jetzt mal die grobe Struktur verstanden. Das, was ich Ihnen jetzt vorstelle, wir haben also mit einer Doktorandin dann eben, der Elodie, haben wir die Technologieakzeptanzmodelle angepasst und eben auf eine neue Technologie, eben KI, also künstliche Intelligenz und IoT-bezogene Technologien angewandt, um zu sehen, was sind so die relevanten Variablen. Und Sie haben auch gesehen, hier zum Beispiel das Modell, das Artikel von Ostrom stammt von 2019, mit eben dieser Promotion haben wir 2016 angefangen. Das heißt, wir waren also absolut auch in dem Strom dann drin. Gut, der hat schon früher veröffentlicht, wir haben aber auch vor schon einiges zu dem Thema veröffentlicht. Das heißt also, da ist absolut eine Kontribution zu machen. Wie gesagt, die Vorlesung heute hat natürlich das Ziel, dass Sie mit Marketingtheorien oder marketingrelevanten Theorien familiär werden, aber natürlich auch, wie gehen Sie an Ihre Forschung ran? Man möchte eine Kontribution machen, eine Forschungslücke füllen. Und unsere Kontribution ist natürlich jetzt weniger jetzt zu dem Thema Technologieakzeptanz, weil da ist schon viel gemacht worden, aber unsere Kontribution ist vor allen Dingen, dass wir diese Technologie auf ein komplett neues Technologiespektrum angewandt haben. Erstmal IoT, wir haben also mit IoT und Smart Connect Objects, also und vernetzten Objekten angefangen und haben also jetzt das weiter repliziert und angewandt eben dann auf intelligente Technologien, eben wie autonome Autos beziehungsweise Smart Homes, also intelligente Wohnungen angewandt und haben versucht auch, natürlich die Variablen sind relativ die gleichen, aber wir haben neue Variablen, also sprich auch gerade Wohlbefinden aufgrund der Hot Topics auch mit einbezogen. Ja, das heißt also, Ihre Aufgabe im Marketing oder egal in welcher Disziplin der BWL wird es eben sein, wie kann ich meine Arbeit innerhalb der Disziplin positionieren, um eine Forschungslücke zu schließen und somit eine theoretische oder praktische und oder beides Kontribution zu machen. Und deswegen, wie gesagt, eben mein Ratschlag auch zu sehen, was wird so in der Disziplin an Hot Topics gemacht. Das wird natürlich Ihnen auch die Literaturrecherche, die Sie jetzt im ersten Jahr machen werden, auch zeigen, was wurde gemacht, was muss noch gemacht werden. Und um jetzt nochmal auf unser Thema zurückzukommen, unsere Kontribution in dem Thema liegt eben ganz klar zu dem Thema, ja, wir erweitern das Technologieakzeptanzmodell mit neuen Variablen, die bisher noch nicht oder wenig erforscht wurden, wie zum Beispiel Wohlbefinden, Kundenwohlbefinden oder Privatsphäre, eben Privacy Concerns, Vertrauen, ne, das heißt also eher softe Variablen und nicht nur rein rationelle Variablen, eben wie jetzt die Perceived Benefits, Perceived Usefulness oder Ergonomie-Variablen, sondern eher eben auch affektive Variablen, die wir in das Modell einbauen. Wie startet man eine Forschung? Und das ist auch da, das, was Sie jetzt im Augenblick machen. Man fängt mit dem Management-Kontext an. Sie kommen alle aus dem Management, aus der Praxis. Deswegen ist es erstmal interessant, und das war auch damals unser Startpunkt, wie ist überhaupt der Kontext von IoT und intelligenten, vernetzten Objekten? Oder diesen sogenannten Smart Connected Objects oder SCO. Das heißt, da fängt man an eben mit Management-Kontext von IoT und vernetzten Objekten. Man schaut sich mal auch mal die Statistiken an, wie entwickeln sich so Technologien. Das heißt, man sieht hier ganz klar, Thema eben Vernetzung, IoT, von 2003 bis 2020 haben sich die Investitionen und die Anzahl der vernetzten Objekte vervielfacht. Von 500 Millionen Objekten 2003 ist man zwar heute in diesem Jahr auf 50 Milliarden Objekten und das ist natürlich Tendenz steigend, weil im Augenblick, wenn man von vernetzten Objekten redet, redet man natürlich viel, also jetzt gerade im Marketingbereich, einfach nur von diesen Gadgets, also Smartwatch, Fitbit, also die Gadgets, aber in der Industrie wird es ja auch schon viel, viel benutzt, die vernetzte Industrie, in Industrie 4.0 durch IoT vernetzt. Das heißt, im Endeffekt wird sich das vervielfältigen. Auch gerade das Thema Smart Home wird sich das durchsetzen, dass unsere Technologien im Haushalt, Kühlschränke, Herde, Öfen mit dem Internet verbunden werden. Deswegen auch Internet der Dinge oder IoT, Internet of the Things. Das heißt, es wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren durchsetzen, dass wir intelligente Objekte in unseren Häusern haben. Es geht auch schon los mit eben Öffnen der Tür mit Smartphone oder Regulierung der Thermostate, Distanz, ne, oder Messung der idealen Temperatur, der Raumfeuchtigkeit. Hier, wir haben natürlich dann wieder ein ganz starkes Problem mit dem Datenschutz. In Thailand zum Beispiel habe ich gesagt, habe eine Dissertation am Laufen zum Thema Smart Home. Da gibt es diese Reticenzen gar nicht. Also die sind schon extrem weiter, auch in der Technologie. Mit eben vernetzten Betten,
komplette Haus, also die bauen da, ziehen da richtig ein ganzes Viertel in Bangkok hoch, mit Hochhäusern, mit Smart Homes, die komplett vernetzt, um Emissionen zu reduzieren, um auch Verbrauch von Klimaanlagen zu reduzieren, um zu optimieren und im Endeffekt alle Gegenstände im Haushalt zu automatisieren und als IoT anzuschließen, um das Wohlbefinden natürlich des Konsumenten zu erhöhen, durch optimale Lufttemperatur oder Luftfeuchtigkeit, durch Automatisieren von eben langweiligen Dingen. Man kann auch sagen, es gibt jetzt die intelligenten Saugroboter, die können angeschlossen werden, sobald der Staubroboter misst mit Sensoren, dass der Staubgehalt zu hoch ist in der Luft oder der Partikelgehalt zu Luft ist in der Luft, wird sich das Ding automatisch in Bewegung setzen und die Wohnung saugen, beziehungsweise Luftreiniger, das wird ja auch immer mehr ein Thema. Das heißt, da sind wir wirklich in einem Kontext und deswegen kommen wir wieder zurück, schließe die Klammer jetzt, zu dem Thema Forschung. Das ist ein Thema, was absolut relevant ist in der Forschung, nicht nur im Marketing. Und Ihre Arbeit wird es sein, in Ihrer Dissertation solche Statistiken zu zeigen, dass Ihr Thema auch wirklich ja, am Puls der Zeit ist. Sie sehen jetzt zum Beispiel 9 von 10 Franzosen haben letztens schon 2 Objekte, SCOs. Hep Porter, Strategiepapst von Harvard Business School, sagt natürlich, das Internet der Dinge wird die Lebensweise der Menschen verändern. Wir sind gerade dabei, das zu erleben. Welche sind die Sektoren mit hohem Potenzial? Ganz klar, Services, also Dienstleistungen mit zum Beispiel Gesundheitsdienstleistungen oder Sportdienstleistungen, Diätdienstleistungen, aber natürlich auch Wohlbefinden, Gesundheit und natürlich Wohnung. Das heißt, die Wohnung steht absolut im Zentrum von dieser Industrie. Wie sind die Investitionen? Es wird erwartet, dass eben der Markt bis 2022 auf 119 Milliarden US-Dollar anwachsen wird. In Europa ist es ähnlich. Wir werden von 2018/23 auf 44 Millionen im Jahr 2024 anwachsen. Und die wichtigsten Triebkräfte für die Entstehung von SCOs und die steigende Zahl ist somit die steigende Zahl der Internetnutzer. Das heißt, wir sind alle jetzt ans Internet angeschlossen. Mit dem 5G wird sich das natürlich noch mehr verstärkt. Es wird natürlich noch die Möglichkeiten erhöhen in allen Bereichen der Kommunikation, aber natürlich auch der Vernetzung und natürlich auch der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und des IoTs. Deswegen sind unsere theoretischen und Managementbeiträge über intelligente vernetzte Objekte. Warum? Erstmal Innovationen scheitern. Also sind jetzt die Weichen zu stellen, Objekte zu kreieren, die zu den Menschen passen. Weil Innovationen scheitern aufgrund des intensiven Wettbewerbs, aber natürlich auch den ändernden Konditionen, Nachfragen, Nutzer sind zurückhaltend, gerade mit der 5G, ist es gut oder schlecht für die Gesundheit? Da war ja auch die Geschichte mit Huawei, wie ist die Zuverlässigkeit in Bezug auf Datenschutz, Gesundheit, Abhängigkeit natürlich, Addiktionen, Angst vor Technologien, Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre. Da haben wir einen typischen Ansatz in die Forschung, weil es sind die Fragen, die sich die Gesellschaft im Augenblick stellt. Ihre Forschung sollte also immer mit solchen Fragen auch losgehen. Das heißt, wie stellt sich eigentlich jetzt die Gesellschaft dazu dar? Was sind so die Fragen, die sich die Gesellschaft und die Politik stellt oder die Unternehmen stellen? Das sind die Fragen, die auch für uns relevant sind, die Hot Topics. Es gibt natürlich da Hindernisse für die Akzeptanz. Im Augenblick sind eben viele noch retizent gegenüber solchen Objekten, aufgrund eben der Gründe, die ich gerade erläutert habe. Deswegen ist es wichtig für die Forschung, aber auch für die Praxis, die Faktoren der Resistenz, aber auch die Faktoren, die das favorisieren, zu erforschen, den Erfolg intelligenter Produkte oder Dienstleistungen erforschen. Der nächste Schritt war, und das würde ich Ihnen auch empfehlen, immer schauen, was wurde denn veröffentlicht. Mit Business Source Ultimate können Sie nach Stichwort. Wir haben gesagt, als wir angefangen haben, zu dem Thema zu forschen, 2015, wie viel wurde zu IoT, Smart Objects, Smart Home, Home Automation, Wohlbefinden und Marketing geforscht. Das heißt, man sieht hier zum Beispiel von 2010 bis 2020, zum Beispiel zu IoT und Marketing, wurden in 10 Jahren nur 9 Artikel veröffentlicht. Das ist absolut wenig. Und zum Thema Kundenbindung, da finden Sie tausende Artikel. Oder zum Thema Einstellung zu Werbung, zu Kommunikation, das sind auch tausende von Artikeln. Das heißt, das ist immer ein guter Ansatz, auch für Sie. Findet man wenig in Business Source Ultimate, natürlich für einen Forscher, ein super Zeichen, man sieht, es ist wenig veröffentlicht. Intelligente Technologien und Marketing, 0 Artikel. Smart Home und Heimautomatisierung, 106 Artikel. Das heißt, es sind dann eher technische Artikel, also ingenieurspezifische Artikel oder Informatik. Smart Home und Wohlbefinden, 0 Artikel. Das heißt, also auch da ist ein Riesenbereich, zu dem man forschen kann, wie wirkt sich eben
das Wohnen in einem Smart Home auf das Konsumentenwohlbefinden aus. Smart Home und Akzeptanz, zwei Artikel. Ein smart verbundenes Objekt mit Marketing, null Artikel. Intelligente vernetzte Objekte und Wohlbefinden, null Artikel. Das heißt also, langer Rede, kurzer Sinn. Wir haben hier ein gesellschaftliches Phänomen zu dem Thema KI und vernetzte Objekte, IoT. Die sind alle relativ verbunden, diese Themen. Und wir haben gesehen, also in den letzten 10 Jahren wurde in akademischen Journalen, außer jetzt in Ingenieurzeitschriften, sehr wenig zu dem Thema veröffentlicht. Was heißt, da kann man eine große Kontribution machen. Deswegen unsere Forschungsziele. Im Rahmen dieser Forschung zu IoT und KI haben wir die folgenden theoretischen und Managementziele. In einem Aufruf zur Forschung über IoT-Technik. Zum Beispiel Verhoef hat einen Artikel veröffentlicht, in dem eine Forschungsagenda schreibt und sagt, was sollte geforscht werden zum Thema IoT oder Vernetzung. Und das ist natürlich immer ein super Indikator. Aber Sie sehen, dass da eben das Forschungsaufrufe aus der akademischen Welt kommen. Das betoniert natürlich die Tatsache, dass das Thema absolut forschungsrelevant ist und Kontributionen oder Beiträge gemacht werden können. Das heißt, wir haben uns auf diesen Ruf oder diese Rufe zur Forschung über IoT-Technologien natürlich basiert, unsere Argumentation, warum wir dazu forschen. Das Thema IoT und vernetzte Objekte im Marketing ist wenig exploriert und auch mit wenigen Definitionen behaftet. Das heißt, auch da haben wir kontribuiert, indem wir eine Definition geben zu dem Thema und sagen, von was redet man eigentlich da? Wir haben die Technologiemodelle TAM und UTAUT erweitert mit dem Ziel, Akzeptanzfaktoren und Folgen von Smart-Objekten durch Integration weniger untersuchter kognitiver und affektiver Variablen, die sich positiv oder negativ auf die Nutzung von Smart-Objekten auswirken. Sprich, Wohlbefinden, Vertrauen, Datenschutzbedenken und Technologieangst haben wir in die TAM- und UTAUT-Modelle eingefügt und damit das Modell erweitert. Und wir haben folgende Managementziele. Wir wollen natürlich klar dem Management oder den Unternehmen nahebringen, was sind die Erwartungen der Verbraucher an diese Objekte, wie kann man die verbessern, wie kann man die Dienstleistungen aufbauen, dass die Akzeptanz und Nutzung erhöht wird von diesen Objekten, gerade in Bezug auf Wohlbefinden, Schaffen von Wohlbefinden, Schaffen von Vertrauen und Reduzierung von Datenschutzbedenken. Damit eine verbesserte Ansprache der Verbraucher und natürlich eine Verbesserung der Kommunikationsstrategien zu dem Thema Smart Objekte. Und wir sind jetzt hier typisch gleich von der Einführung von Ihrer Dissertation. Die Sie natürlich jetzt nicht einfach schon schreiben können, die Einführung schreibt man eigentlich eher am Ende. Aber Sie können schon jetzt sehen mit Ihrem Thema, in welche Richtung es gehen kann oder gehen sollte, aufgrund eben jetzt der Forschung die Sie machen in der Praxis, ist das Thema gesellschaftlich relevant? Wie spricht die Politik drüber? Und beziehungsweise was wurde zu dem Thema veröffentlicht? Das heißt, das ist im Augenblick Ihre Arbeit um Ihr Thema. Sie haben das Thema grob, aber um das Thema auszufeilen, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, geht es darum, eine Kontribution zu machen. Sie können nicht alles erforschen. Das heißt, da geht es im Augenblick darum, wo, auf welches Mosaiksteinchen im Puzzle Sie sich konzentrieren, um eine Kontribution zu machen. Und das sind Ihre Forschungsziele. Und das ist der grobe Rahmen, den Sie sich am Anfang Ihrer Dissertation stecken sollten, in Bezug auf die theoretischen, Manager- und gesellschaftlichen Ziele. So das Ziel, was Sie setzen, was bringen Sie Ihrem Unternehmen, was bringen Sie eventuell der Gesellschaft und was ist das theoretische Ziel? Wir haben ja gesagt, wir konzentrieren uns, ich bin eher im B2C tätig von der Forschung, aber wir konzentrieren uns eben auf ein Smart Connected, also ein Smart Objekt, eine Uhr, eine Smartwatch oder ein Smartphone und wie sind die Akzeptanzfaktoren? Also ganz limitiert, aber da muss man auch sehr persönlich denken, was interessiert einen? Oder was kann man oder was möchte man machen? Das heißt, da muss ich ganz klar die Frage stellen, in welche Richtung Sie Ihre Forschung dann auch aufbauen möchten. Das ist, können Sie mit Rücksprachen mit Ihren Kollegen oder auch Chefs in Ihren Unternehmen machen, mit sich ausmachen, natürlich auch mit dem Doktorbetreuer. Das heißt, eine Diskussion beziehungsweise auch da mit der Literatur. Was empfiehlt die Literatur? Ich sage, da war ein Aufruf zur Forschung zu IoT. Da haben wir natürlich in dem Artikel eine detaillierte Agenda zu dem Thema IoT. Und dieses Thema ist natürlich entsprechend auch entwickelt in dem Artikel. Und da können Sie dann sehen, auch von welcher Seite wollen Sie dieses Thema angehen. Aufgrund der Empfehlungen, die auch von der Literatur ausgesprochen wurden. Also das ist so der Startpunkt, an dem Sie jetzt wahrscheinlich auch so sind, wo Sie sich auch solche Fragen sicherlich stellen. Deswegen da auch immer meine Empfehlung, schauen Sie sich die
Praxis an, Sie kommen aus der Praxis, schauen Sie sich auch mal Statistiken an, denn wo kommen diese Statistiken her, die ich Ihnen auch gezeigt habe? Ja, da will ich mal, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja auch diese Firma, die heißt Statista, mal schauen, auch im Internet, wie sind so die Entwicklungen von dem Markt? Wie sind die Prognosen? Das können andere statistische Organisationen sein, es können auch Artikel sein, die Sie lesen in Managerliteratur. Was ist so die Ansprache oder die Meinung der Praxis, der Manager? Da können also typische Manager-Magazine oder branchenbezogene Magazine auch oder Zeitschriften interessant sein. Das können Diskussionen auch mit Kollegen oder mit ihren Chefs sein. Und danach steigen wir dann ein in die verschiedenen Artikel. Wie gesagt, sind einige Artikel, weil die Dissertation, die Elodie geschrieben hat, ist eine kumulative, das heißt also basiert auf verschiedenen Publikationen. Ich werde Ihnen einige zeigen, es wird immer relativ ähnlich sein. Die Idee ist immer, Ihnen zu zeigen, wie Sie Ihre Dissertation aufbauen können, Ideen geben. Ich zeige Ihnen immer gleich die Struktur. Das war mit dem Management-Kontext, der war immer der gleiche für Ihre verschiedenen Artikel. Sie hat 4 Artikel geschrieben. Die Kontributionen waren unterschiedlich. Das heißt, wir haben einerseits die Antizidenzen, also was die Faktoren, die IoT oder intelligente Objekte-Akzeptanz erhöhen. Und in einem zweiten Schritt haben wir dann die Konsequenzen, sprich Wohlbefinden dann auch untersucht. Das heißt, wir haben da also eine Kausalkette mit den Antizidenzen, den unabhängigen Variablen und wir haben dann später, dann im zweiten Schritt dann gesehen, wie wirkt sich das eben auf Kaufverhalten bzw. auf Wohlbefinden der Konsumenten aus. Aber wie gesagt, deswegen habe ich jetzt auch allgemein den Management-Kontext und die Forschungsziele gezeigt. Die Ziele waren die gleichen. Welche sind die Variablen, die interessant sind für Akzeptanz von diesen Technologien? Speziell eben Vertrauen, Technologieangst oder Technologiesicherheit, Datensicherheit. Und wie wirkt sich das letztendlich dann aufs Wohlbefinden aus? Das ist die hauptabhängige Variable, die wir untersucht haben.